Ihre katholische Akademie. Ich leite ein mit einem Bild, das ich von einem evangelischen Autor bezogen habe, der mal zu mir sagte, es fällt einfach schwer, bei McDonald's das Tischgebet zu sprechen. Um uns herum Technisierung, um uns herum Naturverwissenschaftlichung, um uns herum komplette Rationalisierung der Lebensbereiche. Wo bleibt da Platz für sowas wie einen Schöpfer, einen Vollender, gar einen Richter? Wo bleibt Platz für jemanden, der sich um die Natur kümmert und dabei angeblich etwas anderes sein soll als ein Mensch? Ist da noch Platz für einen Gottesglauben, wenn wir das Genom entschlüsseln, wenn Roboter Symphonien komponieren und wenn wir den Mars befahren können? Wo ist Gott? Wo ist der Schöpfer? Wo ist der Vollender, wenn wir an den sorgenden Gott naturwissenschaftlich mit voller Bestreitung eigentlich nicht mehr glauben können? Diese Fragen stellen wir Frau Professorin Birte Plato. Sie ist seit 2020, also kann man noch gratulieren, ganz frisch, Professorin für evangelische Religionspädagogik an der Technischen Universität Dresden, hat Anglistik und evangelische Theologie in Augsburg studiert und, das finde ich besonders bemerkenswert und sympathisch, sie hat auch ein komplettes BWL-Studium hinter sich gebracht, sodass sie auch über diese andere Form des Denkens, des empirischen Denkens geschult ist. Sie hat habilitiert an der Philosophisch-Sozialwissenschaftlichen Fakultät in Augsburg und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit den theologischen Grundlagen rund um Bildung, ethischer Urteilsbildung und der digitalen Gesellschaft, der Digital Society. Hier geht es um die Zusammenhänge von Digitalisierung und Bildung. Sie merken, wenn wir jemanden brauchen, der uns diese komplizierten Fragen beantworten kann, dann haben wir ihn hier gefunden. Frau Kollegin, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für diese ganz freundliche Vorstellung und ich freue mich sehr, bei Ihnen sein zu dürfen, weil es ja immer eine besondere Chance ist, mal mit Menschen aus ganz verschiedenen Gruppen ins Gespräch zu kommen. Ich werde jetzt mal zunächst meinen Bildschirm teilen, damit Sie mir auch besser folgen können. Leider habe ich leider nur einen Bildschirm, sodass Sie ein paar Sekunden mir Geduld geben müssen, bis das läuft, aber das sollte jetzt gleich soweit sein. Na. So, ja, mir wurde die folgende Aufgabe zugespielt, die sich eigentlich schon fast wie eine These anhört. Und zwar ein aus sich heraus wirkender Gott, sehr unwahrscheinlich. Die naturwissenschaftliche Bestreitung und technizistische Ersetzung des Gottesglaubens. Ich muss zugeben, dass ich bei dieser These mich etwas provoziert gefühlt habe. Zunächst sie ein wenig einzugrenzen. Und zwar wird es in meinem Vortrag vor allem um die technizistische Ersetzung gehen, dabei implizit aber natürlich auch um naturwissenschaftliche Fragen, die den Kontext dafür darstellen. Ich habe mich aber auch provoziert gefühlt, weil ich diese These in meinem Vortrag hinterfragen möchte. Und zwar möchte ich eine Gegenfrage zum Klingen bringen, nämlich die Frage, könnte es nicht vielleicht so sein, dass eine naturwissenschaftlich konstituierte Weltsicht Gott nicht abschafft, sondern stattdessen vielleicht sogar spezifische Chancen eröffnet? Freilich nur durch die Hintertür und ich gebe zu, man muss schon ziemlich danach suchen. Zunächst möchte ich gemeinsam mit Ihnen danach suchen und Sie zu einer kleinen Umfrage motivieren. Sie finden gleich oben rechts eine Umfrage und ich würde mich freuen, wenn Sie mitmachen bei diesem kleinen Gedankenexperiment. Stellen Sie sich einmal das Folgende vor. Sie haben ein auffällig wirkendes Muttermal an einer zentralen Stelle im Gesicht. Sie können es also nicht einfach zur Sicherheit wegmachen. Das ist schon eine bewusste Entscheidung. Ihr Hautarzt, 65 Jahre alt, Jahrzehnte Berufserfahrung, guter Ruf, beurteilt dieses Muttermal als unbedenklich. Allerdings sind wir ein bisschen in der Zukunft nicht weit. Und inzwischen werden Muttermale auch KI-gestützt mitanalysiert. Und das KI-System, was auf gute Art und Weise ja Bilder analysieren kann, kommt zu einer anderen Schlussfolgerung. Nun ist es an Ihnen zu entscheiden. Würden Sie das Muttermal entfernen lassen oder würden Sie es behalten? Ja oder nein? Ich bin einige Sekunden still, weil die Übertragung etwas braucht.
Frau Plato, Herr Hahn sagt, dass Sie schon mit den anderen Fragen weitermachen. Okay, alles klar, dann machen wir mit den anderen Fragen weiter. Stellen Sie sich nun die folgende Situation vor. Sie sind Versicherungsmakler. Eine junge Frau und Mutter möchte eine Unfallversicherung bei Ihnen abschließen. Nach Ihrem Ermessen spricht nichts dagegen. Allerdings kommt das KI-basierte System, was auch hier die Daten in großer Menge überprüft, bei der Überprüfung der Daten der jungen Frau zu einem anderen Ergebnis. Was würden Sie tun? Diesem System, dem Ratschlag des Systems folgen oder Ihrem eigenen Instinkt? Ja, und als letztes möchte ich, dass Sie nochmal Ihr Gewissen und sich selbst befragen, indem Sie einmal überprüfen, ob Sie in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch schon Jahren, irgendwann einmal bewusst auf Unterstützungssysteme, digitale Systeme verzichtet haben. Haben Sie beispielsweise schon einmal das Navigationssystem ausgeschaltet, um sich wieder selbst orientieren zu können? Haben Sie vielleicht Fitness-Tracker, die Sie tragen und die Sie animieren, bewusst Schritte zu machen, auch einmal weggelegt, um wieder selbst ein Empfinden für sich zu haben? Haben Sie vielleicht auf Berechnungssysteme für Wetter oder für Daten rund um Ihr Leben verzichtet, um wieder selbst ein Gespür dafür zu bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass die Antworten hierauf, so leicht sie uns eigentlich auch fallen, weil sie unseren Alltag betreffen, doch herausfordernd sind. Und ich möchte Sie teilhaben lassen an einem Beispiel, was mich ins Grübeln gebracht hat. Vor einiger Zeit bin ich einmal mit dem Auto gefahren und während ich da fuhr, hat mir mein Auto auf einmal dieses Zeichen zukommen lassen, gerahmt von der Nachricht Zeichen von Müdigkeit erkannt und vermutlich sollte die Kaffeetasse mir nahelegen, eine Pause zu machen. Meine erste spontane Reaktion war, nein, ich bin nicht müde, ich fahre einfach weiter. Aber schon kurz danach fing es an, in mir zu arbeiten und ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht doch müde bin. Ich war lange wach, ich hatte durchgearbeitet, die Kinder haben mich schlecht schlafen lassen. Ich wollte also rausfinden, wie das Auto zu der Annahme gekommen war, dass ich müde sei. Ich habe mit den Augen geblinzelt, ich habe mit dem Lenkrad gerückelt. Ich bin, ich gebe es zu, auch bewusst über die weißen Linien gefahren auf der Straße. Nichts. Ich konnte diese Meldung in meinem Auto nicht bewusst provozieren. Stattdessen kam sie immer wieder und für mich ziemlich zermürbend zurück, ohne dass ich wusste, warum. Ich wurde ziemlich unsicher, als ich mich auf einmal daran zu erinnern meinte, dass in Autos kleine Kameras sind, die die Pupillenbewegungen messen. Und wenn die Pupillen sich schnell bewegen, das als Indikator für Müdigkeit erfassen und an den Fahrer zurückmelden. Dessen eingedenk war ich nun auf einmal sehr verunsichert. Auf einmal machte sich in mir nämlich der Gedanke breit, was, wenn mein Auto womöglich besser weiß als ich selbst, dass ich gefährlich müde bin? Immerhin kann es ja Signale von meinem Körper auswerten, die mir unzugänglich sind. Das Ende vom Lied, ich hielt an einer unmöglichen Raststation an und unternahm in Dunkelheit und in Gesellschaft lauter ebenfalls müder Lkw-Fahrer den Versuch zu schlafen. Allerdings nach 15 Minuten, wo mir das nicht gelingen ist, habe ich den Motor wieder angemacht und bin weitergefahren. Und habe mich ziemlich über mich geärgert. Ich habe mich nämlich fragen müssen, warum habe ich denn meine Wahrnehmung, meine Deutungs- und Urteilshoheit an das Steuerungssystem meines Autos abgegeben? Und was ist eigentlich gerade mit mir passiert? Das war mir Anlass, etwas genauer darüber nachzudenken. Der Schlüsselmoment meiner Entscheidung, der war, dass als ich mich daran erinnert habe oder als mir bewusst wurde, dass mein Auto nicht länger ein stupide, von mir isoliertes und programmiertes Programm ist, sondern dass es in bestimmter Art und Weise mit mir interagiert, indem es meine physiologischen Regungen erfasst und an mich meldet. Und zwar, das meinte ich damals, auf Basis künstlicher Intelligenz. Was künstliche Intelligenz nun en Detail ist, ist an dieser Stelle eigentlich zweitrangig. Interessanter ist, was diese Chiffre, künstliche Intelligenz, in mir an Zuschreibungen und Gefühlen ausgelöst hat. Ich habe mich nämlich gefragt, unaufgefordert und auch unbewusst, wie sich künstliche Intelligenz zu humaner Intelligenz verhält. Und dabei habe ich diese beiden Formen von Intelligenz zu Größen in ein und demselben Referenzsystem gemacht und sie einem Vergleich anheimgestellt. Etwas vereinfacht bin ich wie folgt vorgegangen.
Ich habe eine Aufgabe gestellt, nämlich finde raus, ob ich müde bin. Dann habe ich gefragt, wie gut humane Intelligenz diese Aufgabe löst, beziehungsweise wie gut künstliche Intelligenz dies vermag. Der künstlichen Intelligenz habe ich dabei offensichtlich mehr zugetraut, weil sie eben alle Daten, mehr Daten und sie vielleicht sogar besser auswerten kann als ich selbst. Meiner Intuition und meinem Instinkt habe ich dabei eine Absage erteilt. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder die andere von Ihnen jetzt den Kopf schüttelt oder vielleicht sogar innerlich lächelt. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Urteil nicht alleine dastehe. In der Folgezeit habe ich mich an verschiedene Berufsgruppen gewandt und Beobachtungen und auch kleine Studien angestellt und habe festgestellt, dass sich analoge Verhaltensweisen, nämlich genau so vorzugehen, wie ich das gerade skizziert habe, in der Medizin finden. Überall dort, wo Menschen mehrheitlich in Daten abgebildet werden, die sich für eine KI-gestützte Verarbeitung eignen. Und das ist inzwischen fast überall der Fall. Das Gleiche lässt sich finden in der Ökonomie, etwa am Kapitalmarkt oder im Versicherungswesen. Und zunehmend finden wir es auch dort, wo wir es nicht direkt vermuten würden, in den Human- und Sozialwissenschaften, in den sogenannten Digital Humanities, aber auch wirklich in ausgeprägten traditionellen Wissenschaften, zum Beispiel in der biblischen Exegese oder in anderen theologischen Handlungsfeldern. So kommen KIs inzwischen in der Seelsorge oder digitale Unterstützungssysteme in der Pflege zum Einsatz. Betrachtet man die Diskurse zum Thema im öffentlichen Raum, so stellt man fest, auch hier wird genau so vorgegangen. Manche Funktionen zu erfüllen, da denkt man natürlich, das könnten noch immer nur Menschen. Gleichwohl zeichnet sich ein Wandel ab. Glaubt man den Visionären, so verkörpert die Digitalisierung eine Revolution, die mit dem Übergang der Menschheit von einem Dasein als Jäger und Sammler zur sesshaften Agrarkultur oder ihrem Eintritt in das Maschinenzeitalter mit der industriellen Revolution vergleichbar wäre. Der nächste Schritt in der Entwicklung künstlicher Intelligenz wird ein Sprung sein, der der Logik exponentiellen Wachstums gehorcht und sich daher mit menschlicher Intelligenz nicht mehr fassen lässt. Was nun diese Bewertung dieser weitgehend anerkannten Entwicklungen angeht, so polarisiert die unterm Strich in extremem Maße. Während die einen damit Erlösungsfantasien verbinden, sehen die anderen die Menschheit in apokalyptischen Untergangsszenarien verfangen. Dazwischen gibt es erstaunlich wenig. Mein einführendes Beispiel hat gezeigt, Technik ist nicht gerade mein Steckenpferd. Insofern kann ich nicht beurteilen, welches dieser Szenarien nach technischen Aspekten wahrscheinlich ist. Aber als Theologin verstehe ich es, menschliche Vorstellungen in diesem skizzierten Paradigma theologisch, psychologisch und auch pädagogisch zu analysieren. Und ich kann im Kontext dieser Tagung fragen, wie kommt es denn zu so eindeutig religiös konnotierten Begriffen, Erlösung oder Untergang? Ich arbeite seit 2 Jahren mit vielen Technikern, Naturwissenschaftlern und Medizinern. Und ich bin erstaunt, dass ich, wenn es um KI geht, das Wort Segen häufiger höre, als ich es in meinem ganzen Studium und meiner Berufstätigkeit gehört habe. Das heißt, es ist durchaus wert, als Theologin einmal dieser Frage nachzugehen und zu schauen, welche Rolle spielt denn Religion, welche Rolle spielt Gott vielleicht ein hier. Sie werden gleich staunen, wenn Sie sehen, wie relevant der Gottesgedanken für den technologischen Diskurs ist und vice versa, also auch umgekehrt. Was geschieht also, wenn Menschen mit modernen Technologien konfrontiert sind? Zunächst hatten wir festgestellt, wenn Menschen künstlicher Intelligenz oder auch einfachen digitalen Systemen begegnen, dann kommt es dort zu einer Verbindung. Über Suggestionen und Vermutungen treten wir in eine Beziehung und fragen uns, wie wir eigentlich im Verhältnis zu diesen Technologien dastehen. Das war diese Idee, dass wir uns in ein gemeinsames Referenzsystem begeben. Diese Systeme sind nun meistens von Aufgaben oder Funktionen definiert und wir fragen uns, wie gut wir eigentlich im Vergleich zu diesen Systemen performen, also ob wir mithalten können. Und wenn wir uns diese Frage stellen, geschieht meist das Folgende. Wir fühlen uns nämlich unterlegen. Als Menschen werden wir müde, wir haben gute und schlechte Tage, wir altern, wir können Fehler machen und wir sind langsamer. Und auch wenn wir eigentlich wissen, dass das nur diese eine Aufgabe betrifft, haben meine Studien gezeigt, dass dieses Gefühl recht global werden kann, dass wir uns
unterlegen fühlen und das Gefühl haben, wir können dort nicht mitkommen. Nun könnte man meinen, es hat ja keine Wirkung, wenn nur ein einzelner Mensch sich unterlegen fühlt. Da möchte ich auf etwas verweisen, was wir Theologinnen und Theologen die normative Kraft des Faktischen nennen. Das bezeichnet das Phänomen, dass vermutlich viele Menschen sich so fühlen und entsprechend verhalten. Und irgendwann wird aus einem Verhalten, was wir als normal empfinden, eine Norm. Vielleicht wird in ein paar Jahren mir jemand sagen, wenn ich einmal beim Autofahren einschlafe, hast du denn nicht auf dein Auto gehört, hat es dir das nicht signalisiert? Und wenn ich dann sage, doch, aber ich bin einfach weitergefahren, komme ich vielleicht in Erklärungsnot. Das heißt, das Gefühl der Unterlegenheit wird an dieser Stelle einfach durch Majoritäten und Normierungsprozesse verstärkt. Im Fall der modernen Technologien kommt nun noch ein besonderer Effekt hinzu. Die meisten Systeme, die Deep Learning oder Machine Learning Systeme sind, haben nämlich eine technische Eigenschaft. Sie arbeiten nicht mehr auf Basis von Algorithmen und linearen Programmierungen mit einer Eingabe und einem Ausgang, sondern sie arbeiten mit Daten. Das heißt, in schematischen, beständigen Trial- und Error-Prozessen lösen sie Aufgaben und es ist nicht von vornherein festgeschrieben, welchen Weg sie dabei nehmen. Entscheidend sind die Daten. Nun ist ja anzunehmen, dass unser Verhalten, wie meine Entscheidung damals, dem Auto zuzuhören und anzuhalten, irgendwo gespeichert werden. Wir hinterlassen permanent digitale Spuren. Und es wäre anzunehmen, dass dieses Gefühl der Unterlegenheit als Lerngegenstand für künstliche Intelligenzen und Learning-Systeme hinterlegt wird. Das heißt, hier ist eine weitere sich gegenseitig bedingende Verstärkung des hier skizzierten Phänomens. An genau dieser Stelle habe ich in den letzten Jahren empirisch geforscht mit theologischen Fragestellungen, die ich Ihnen gleich zeigen werde, und habe festgestellt, dass vieles davon tatsächlich so zutreffend ist. Ja, ich möchte allerdings keine Details aus meiner Forschung jetzt zeigen, sondern als einen Beleg einen kurzen Blick in die Geschichte wagen. Das Phänomen einer komplementären Bezogenheit des Menschenbildes auf die jeweilige technische Innovation einer Zeit ist nämlich nicht neu. So haben wir im 18. Jahrhundert den Mensch als mechanische Maschine verstanden. Im 19. Jahrhundert wurde der Mensch als hydraulisches System interpretiert und im 20. Jahrhundert als kybernetische Maschine. Wie sehen wir den Menschen heute? Heute wird der Mensch meist als ein komplexes Netzwerksystem verstanden, bestehend aus genetischen, epigenetischen und sozialen Gegebenheiten, durchaus in Analogie zu einem Computer oder einem Computernetzwerk. Ja, und die Zukunft? Es ist eine interessante Beobachtung in diesem Kontext, dass die Anpassung von Menschenbild und Maschine reziprok zu sein scheint. So ist eigentlich technologisch nicht zu begründen, warum Roboter und selbst nur Computerprogramme leibliche Verkörperungen brauchen, weshalb wir humanoide Roboter haben oder Maschinen, die menschenähnliche Extremitäten haben, Gesichter, Mimik, Gestik, eigene Namen oder sogar nationale Identitäten. All dies ist als Ausdruck einer anthropozentrischen Ideologie zu interpretieren. Und weiter ist das ein Hinweis darauf, dass hier sehr spezielle identitätsbildende Prozesse stattfinden, die übrigens stark religiös konnotiert sind. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen. Die Details der dahinterstehenden Theorie sind uns an dieser Stelle nicht so wichtig. Ich möchte nur, dass Sie zur Kenntnis nehmen, dass Identitäten, Persönlichkeiten aus verschiedenen Bausteinen sich zusammensetzen, nämlich aus Selbsterfahrungen, die wir in unserem Leben machen, aus den Perspektiven anderer, von Menschen, die uns umgeben, und einem Identitätsgefühl, was wie eine Bewertungsinstanz ist. Aus diesen Bausteinen machen wir dann eine kohärente Kernnarration, die Auskunft darüber gibt für uns selbst und für Menschen in unserem Umfeld, wer wir sind. Das Ganze ist natürlich nicht statisch und auch nicht synthetisch, sondern immer im Wandel. Besonders interessant sind nun für uns Selbsterfahrungen. Die bestehen nämlich aus zwei Teilen. Zum einen aus situativen oder auch überdauernden Erfahrungen, aber auf jeden Fall welchen, die faktisch stattgefunden haben. Daneben gibt es dann jedoch noch welche,
die ich als hypothetische Selbsterfahrung bezeichne. Das ist natürlich eigentlich ein Selbstwiderspruch, eine hypothetische Selbsterfahrung. Und trotzdem ist dieser Baustein unserer Identität besonders spannend, denn meist brauchen diese Erfahrungskategorien ein Gegenüber, was nicht menschlich ist. Und ganz klassisch haben Menschen sich immer Gott als ein Gegenüber gesucht für ihre Wünsche, ihre Nöte und haben die für ihre Identität und auch für ihr Leben und ihre Lebensgestaltung genutzt. In religionskritischer Perspektive fühlen wir uns hier natürlich sofort an Ludwig Feuerbach erinnert, der in den Projektionen und menschlicher Wünsche auf ein Gegenüber, auf Gott, einen reinen Selbstausdruck des endlichen Menschen sah, noch dazu mit Negativwirkung, weil Feuerbach meinte, der Mensch verlöre sich dann in Sehnsüchten und Wunschprojektionen. Feuerbach hätte also gesagt, hier ist eine Einbahnstraße, das bringt uns nichts. Als Theologin sehe ich das natürlich ganz anders. Ich bin nämlich der Meinung, dass sich Gott natürlich nicht in rein Wunschprojektionen und menschlichen Vorstellungen erschöpft. Ich bin der Meinung, uns steht hier etwas anderes gegenüber, was uns zu einer ganz neuen Interpretation unseres Wesens und unserer Vorstellungen auffordert. Denn er ist natürlich nicht nur ein Abziehbild des Seinszustands, eine reine Spiegelung des Menschen, sondern die Auseinandersetzung, die gedankliche Auseinandersetzung mit einem Gegenüber wie Gott fordert uns aus, das uns umgebende Referenzsystem ganz anders wahrzunehmen und zu interpretieren. Man könnte das vielleicht als eine kritisch-konstruktive Selbstentfremdung bezeichnen. Und deswegen ist bei mir die Ampel auf grün geschaltet. Nun kommt aber etwas, was den Bogen zu meinem Thema schlägt. Die Vorstellung eines ultimaten Gegenübers mit den Eigenschaften allwissend, omnipräsent und omnipotent, also allmächtig, ist nicht mehr nur Gott vorbehalten, sondern, wie hier angedeutet, kann es auch durch künstliche Intelligenzen imaginiert werden. Wenn Sie sich nämlich anschauen, wie Menschen sich künstliche Intelligenzen und Technologien vorstellen, so werden diese oft als allwissend und allesbestimmend wahrgenommen. Und gerade eine unkritische Technikgläubigkeit reproduziert solche pseudoreligiösen Fantasien. Das eingangs angeführte Beispiel zeigt, Systeme künstlicher Intelligenz können in der individuellen Wahrnehmung zum funktionalen Äquivalent des Gottesgedankens werden. Offen ist natürlich, ob dieses funktionale Äquivalent gut oder schlecht ist und worin es sich von Gott unterscheidet und wie es für die Identitätskonstruktion in Zukunft wirken wird. Die jüdisch-christliche Tradition ist jedenfalls voll von Erzählungen, die vor menschlicher Hybris und Omnipotenzfantasien warnen. Man denke nur an die Erzählung vom legendären Turmbau zu Babel oder an die jüdischen Fabeln vom Golem, den man vielleicht als Vorläufer eines aus Algorithmen geborenen Hominiden verstehen könnte. Ja, ich möchte an dieser Stelle einen Ausblick wagen, was wir daraus an Schlüssen ziehen können. Das erste ist die These, die die Aufgabe meines Vortrags etwas von hinten aufsattelt. Und zwar glaube ich, dass diese religiös aufgeladene Wahrnehmung von Technik, wie ich sie hier skizziert habe, als Wiederkehr von Verdrängten interpretiert werden kann. Menschen haben mit der Aufklärung sich ein rationales Weltbild geschaffen, eine rationale Weltinterpretation, die aber offensichtlich eine Leerstelle hinterlassen hat. Sie sind allerdings nicht auf die Religion zurückgekommen, sondern sie haben sich funktionale Äquivalente, also Systeme geschaffen, die nicht explizit Religion sind und doch die gleiche Aufgabe erfüllen, ein Gegenüber zu schaffen, das Fragen und Interpretationen auffordert. Das heißt, das ist in psychologischer Sprache eine Wiederkehr des Verdrängten. Ein Bedürfnis ist geblieben und hat sich eine neue Heimat gesucht. Die Frage ist, wie kommt es dazu? Offensichtlich war es natürlich durch einen paradigmatischen Wechsel mit der Aufklärung zur naturwissenschaftlichen Weltsicht angegeben und angezielt, eine andere Weltwahrnehmung zu sehen. Allerdings ist es auch eine Frage wert, ob die Kirche und religiöse Institutionen es vielleicht nicht geschafft haben, das Bedürfnis wieder zu bedienen, was sich irgendwann wieder manifestiert hat. Spannend ist natürlich die Frage, ist das gut
oder schlecht? Als Wissenschaftlerin muss ich sagen, es ist schlicht und einfach normal. Es ist ganz normal, dass Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, sich neue Orte und Heimaten suchen. Und es ist aus wissenschaftlicher Perspektive nur zu beobachten und nicht zu bewerten. Man muss sagen, dass diese digitalen Religionen relativ gut funktionieren, weil sie eben Bedürfnisse abholen. Allerdings, und das ist natürlich schon eine kritische Anmerkung, gibt es auch Unterschiede und Felder, die wir dringend im Blick haben sollten. Das hat vor allem mit dem Menschenbild zu tun. Menschen verstehen sich ja meistens in der Spannung zwischen einem Woraus, also wer bin ich meiner Bestimmung nach und woraufhin laufe ich zu. Und in einer christlich-anthropologischen Bestimmung, die von der Gottebenbildlichkeit herkommt, wäre beim Menschen gesagt, dass seine Bestimmung, Gottebenbildlich zu sein, immer schon ein großes Potenzial ausdrückt, was das Woraufhin nicht absolut setzen kann. Wir werden nie ganz gottgleich sein und können wir auch nie sein. Es ist ein permanenter Anspruch, der sich jedoch nie erfüllen lässt. Wenn KI-Technologien oder naturwissenschaftliche Logiken diese Bestimmung ersetzen, verändert sich das. Auf einmal gibt es nämlich keinen Stopp der Nichterreichbarkeit. Das Woraufhin, die Bestimmung von einem Ziel her, kann absolut werden. Und das ist etwas, was wir im Blick haben sollten, wenn wir an Berufe wie Ärzte, die sich mit KI-Technologien messen müssen, denken oder an andere Berufe, die vorhin skizziert waren. Die Herausforderung, die sich uns stellt, ist, dass sich religiöse Angebote verändern müssen, um die Bedürfnisse erstmal überhaupt wieder wahrzunehmen und vielleicht anders bedienen. Nach meinem Dafürhalten müssten wir darüber nachdenken, wie wir Kirche, theologisch fundierte Bildung im Religionsunterricht, aber auch außerhalb davon und Wissenschaft neu zueinander positionieren, wie wir Aufgaben verteilen und wie wir Menschen wieder abholen können, wo sie sind, durchaus auf verschiedene Art und Weise. Ich denke aber auch, und das ist ein positives Schlusswort, dass mit der Feststellung, dass religiöse Bedürfnisse da sind, aber im Moment woanders hinlaufen, Anknüpfungspunkte gegeben sind. Im Moment können wir beobachten, wie Religion, digitale Religion entsteht, wonach Menschen suchen und was sie brauchen. Und wir können von dort nachfragen und vor uns lernen. Zuletzt kriegen wir da auch durchaus die Chance geboten, kritisch mit unserer eigenen Tradition umzugehen und rückzufahren.